Siri, wie groß ist Glumanda? Ich habe das hier im Internet gefunden. Ah ja, Amanda, ne? Funktioniert ja super. In Deutschland gibt es ja immer wieder Debatten zu Gewalt in Spielen und die meisten Gamer fragen sich, wie kommen eigentlich diese USK-Ratings zustande? Na, wahrscheinlich gucken sich die Leute vom USK einfach nur das Cover an und denken sich so, Brüste 16, wenn sie dann sehen so, Super Mario 18, weil der springt auf Pilze und das tut weh. Drogenverherrlichung. Nein, in Deutschland sind wir da eigentlich noch ganz gut dran, aber in manchen anderen Ländern sieht das Ganze etwas merkwürdig aus. Wieso lachst du? Ich hab gespuckt und dann musste ich davor lachen, dass ich gespuckt habe. Profis bei der Arbeit, ja. Die sogenannten Brahmin in Fallout 3 führten zum Verbot in Indien. Dort bezeichnet Brahmin hochangesehene Priester. Im Spiel sind das zweiköpfige Kühe. Ist doch fast das Gleiche. Nur fast. In Singapur wurde Mass Effect von den Behörden verboten, weil man dort lesbische Beziehungen mit den Charakteren eingehen kann. Massive Satisfaction. Oh Gott. THQ's Homefront durfte in Südkorea nicht gespielt werden, da es eine Invasion der Nordkorea in die USA zeigt. Und das ist ein sensibles Thema in Südkorea. Voll unangenehm. Ja, das mochten sie nicht. Ein äußerst merkwürdiger Fall ist EA Sports MMA, weil das wurde in Dänemark verboten. Gewalt ist okay, aber nicht, wenn Energie im Spiel ist. Genau, weil da wurde nämlich Werbung für Energy Drinks gemacht. Deswegen, wegen Energy Drinks. Energy Drinks, ja. Die gut schmeckenden Zucker. Was? Bekannt ist auch das Verbot von Saints Row 4 in Australien. Und zwar wegen den Aliensonden, den Analsonden und der Darstellung von Drogen. Aber sind Analsonden nicht alles das Gleiche? Und warum habe ich eigentlich Kaffee in der Hand? Injustice, Gods Among Us, wurde in Saudi-Arabien allein wegen seines Titels verboten, weil die nicht wollten, dass Gott in Verbindung mit so etwas im Kontext steht. Weil, nö, ist uncool. Die sind da sehr streng. In China ist der Football Manager auf den Index. Und zwar, weil man da als Teammate spielen kann. Als unabhängiges Land. Am schlimmsten sind die Leute allerdings in Venezuela dran. Da wird nämlich jedes Spiel verboten, in dem geschossen wird, um die Gewaltrate runterzuschieben. Ist auch bestimmt die beste Alternative, um das zu tun. Deshalb sind wir in Deutschland auch alle so gewalttätig, weil wir Gewaltspiele haben. Ist ja jetzt nicht so, dass die Gewalt von anderen Faktoren kommen könnte. Genau. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Ja. Auf File-Sharing-Streaming-Websites sind ja alle möglichen Filme, TV-Shows und Pornos zu finden. Aber auf sowas treiben wir uns natürlich nicht rum. Aber vielleicht einige von euch. Beim Streamen oder Herunterladen von solchen Inhalten ist euch bestimmt schon mal die Frage in den Kopf gekommen, Mann, wo kommt das Material eigentlich her und was motiviert Menschen dazu, das hochzuladen / zu posten? Schon mal drüber nachgedacht, Einige Uploader sind natürlich Leute, die diesen Film sehen möchten, ihn auf ihrem Portal nicht finden, ihn dann aber woanders finden und dann ihren anderen Portalmitgliedern zur Verfügung stellen. Also quasi links posten. 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 Ich poste sie weg, Alter. Ich poste dich gleich, Alter. Ich schick dir so fett den Brief. Aber es dreht sich nicht immer um eine gemeinnützige Aktion. Meistens geht es dabei um Geld. Money, bitch! Doch um Geld verdienen zu können, muss man die Links quasi besitzen, die auf diese Dateien, auf diesen File-Sharing-Dingern wohnen. Von diesen File-Sharing-Hosts gibt es ja unzählige, sowohl öffentliche als auch private. Und der bekannteste war wahrscheinlich Megavideo, den es jetzt aber nicht mehr geben tut. Auf diesen Videoportalen wird dann, genauso wie auf YouTube, Werbung geschaltet und die Leute, die das uploaden, bekommen dann so pro 1000 Klicks $1 bis $2. Natürlich muss man jetzt nur noch ein Publikum für die hochgeladenen Dateien finden und da kommen so Seiten wie host.do oder movie.host ins Spiel. Hört sich jetzt ziemlich leicht an, aber die richtig dicke Kohle ist mit so einem kleinen Post jetzt nicht verdient. Richtige Profi-Uploader posten bis zu 1000 Links am Tag auf solchen Sharing-Seiten. Einer hat zum Beispiel 30.000 Filme und TV-Shows online und kann davon ganz fett ordentlich leben, solange er nicht erwischt wird. Wenn ihr plant, in diese Branche umzusteigen, dann solltet ihr in China oder in Russland oder am besten Venezuela wohnen. Da könnt ihr zwar keine Gewaltspiele spielen, aber immerhin Geld verdienen. Also müsst ihr nur noch abwiegen. Spaß oder Geld? Spaß. Oder Geld. Wenn ihr da eine Internetleitung findet, die anständig ist. Eigentlich seltsam, dass Leute damit Geld verdienen, dass andere Leute kein Geld bezahlen wollen. Aber letztendlich wissen wir alle, dass der Großteil der Piraten, ahoi, davon kommt, dass die ganzen Sachen einfach nicht erreichbar sind. Man kann sich die ganze Scheiße nicht angucken und muss illegal handeln. Man wird dazu gezwungen. Star Wars News. Vogel.
Wieso eigentlich? Nachdem für das Drehbuch für Episode 7 bisher Michael Arndt verantwortlich war, der unter anderem Toy Story 3 und Little Miss Sunshine geschrieben hat, hat jetzt J.J. Abrahams das Ruder in die Hand genommen und verprügelt Steven. Abraham schreibt aber nicht alleine, er wird von Lawrence Kasdan unterstützt. Und Kasdan ist einer der Menschen, die Star Wars wirklich verstehen. Er hat nämlich damals Episode 5 geschrieben. Die wahrscheinlich beste Episode der Welt. Mit den tollen boom, und dann explodieren sie. Du meinst Kabel rumwickelt. Artis? Genau. Und Jar Jar schreibt ja nicht zum ersten Mal Drehbücher. Schließlich hat er auch die Serie Lost geschrieben oder Super 8 oder... Hilf mir auf die Sprünge. Mission Impossible 3. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Story nicht ganz so wirr und merkwürdig ist wie in Lost und dann auf einmal Eisbären auf Tatooine wandern. Oder Artis unter Wasser Tennis spielen. Die Welt kann nur gerettet werden mit einem imperialen Tennisturnier. Ja! Bleibt nur zu hoffen, dass Tom Cruise keine Rolle bekommt, weil die casten ja wie wild gerade rum und Tom Cruise hat zwar irgendwie seinen Scientologen-Shit im Kopf und glaubt an Aliens und Raumschiffe, aber... Sehen Sie jetzt Tom Cruise in seiner Oscar-nominierten Rolle als Padme Amidala. Sehr transgender. Transgender? Warum der alte Autor gehen musste, ist nicht bekannt. Es ist 15 Uhr, Mama hat gekocht, er muss nach Hause essen. Miracoli! Es ist noch da! Im Frühling 2014 wird dann in den Pinewood Studios in London angefangen zu drehen und ich kann es nicht mehr abwarten. Im Intro haben wir schon angedeutet und jetzt reden wir wirklich darüber Pokémon-Style mit Robin. Pokéball! Schnappst du die alle, Robin, schnappst du die alle. Kennt ihr das auch? Ihr streift durchs hohe Gras und werdet einfach angegriffen. Ja, das passiert mir ständig. Jetzt habe ich eine Lösung für dich, Steve. Oh, toll. Apple-Produkte. Mhm. Ganz viele Apple-Produkte kaufen. Oh, ja. Denn auf dem iPhone kann man Siri jetzt auch als Pokédex benutzen. Das liegt daran, dass es die Datenbank von Wolfram Alpha benutzt. Und die Suchmaschine hat jetzt alle Pokémon bis zur Generation 5 da drin. Also nicht XY. Mhm. Noch. Der Siri Pokédex kann einem dann sagen, wie das Pokémon heißt, wie groß es wird, was für einen Fußabdruck es hat. Es zeigt einem Fotos, den Typ, wie es sich entwickelt. Alles. Wenn ihr keinen Siri habt, ja, dann benutzt einfach die Wolfram Alpha Website oder googelt es anderswo. Dann müsst ihr es aber eintippen und das ist überhaupt nicht so cool, wie unsweet. Zu sagen, Siri. Pikachu groß wie. Mhm. Und dann zuhören ist viel einfacher. Besonders wenn man das Spiel nebenbei zockt. Weil da hat man keine Hand frei zu Oder tippen. Wenn man beim Spazierengehen im Wald angegriffen wird. Genau, dann hat man seinen Händen zu tun. Sein und Handy so, hat man dann dabei, da kann man schnell sagen, Siri, was greift mich da an? Ja. Anstatt dass man schnell tippen muss. So. Grünes Pokémon mit Beinen will mich essen. Was ist es? Fehlt nur noch, dass man die Pokémon fotografieren kann und dann Siri automatisch raussucht, was das für ein Pokémon ist und dir alles sagt, was du wissen musst. Weil Pokémon existieren. Hier steht, du bist ein Diggeltree. Ich bin 120 Kilo schwer, habe so einen Fußabdruck und stinke wie Sau. Die ganz Schlauen unter euch haben jetzt wahrscheinlich gemerkt, hey, warte mal, Wolfram Alpha, das ist im deutschen Siri noch gar nicht mit inbegriffen. Und da habt ihr recht, deutsche Nutzer müssen noch ein bisschen warten, leider. Aber dafür gibt es ja fürs iPhone ganz tolle Apps, so zum Beispiel Pokédex-App. Wer wäre drauf gekommen, da könnt ihr auch alles nachschlagen, ist voll cool. Und das ist der super perfekte Wegbegleiter, um nebenbei X und Y Pokémon zu spielen. Weil dann wisst ihr genau, oh, mich greift ein Stahltyp an, ich muss jetzt mit Feuer dagegen, weil dann habe ich voll gewonnen. Dann schmilzt der Stahl. Das, so schmilzt Stahl. So schmilzt Stahl. Jetzt würden wir gerne noch über ein cooles Spiel reden, nämlich Path of Exile. Das ist letzte Woche rausgekommen und ist ein ganz besonderes Spiel. Davon habe ich auch noch gar nichts gehört, muss ich ehrlich sagen. Spielen aber schon 3 Millionen Leute. Wieso kenne ich das noch nicht? Bitte erzähl mir mehr. Das Besondere an Path of Exile ist, dass es Free-to-Play ist. Aber Free-to-Play ist ja jetzt nicht so besonders. Es gibt Millionen, Tausende, aber Milliarden von Free-to-Play-Spielen. Aber Path of Exile ist Tatsache gut. Was? Gut? How to make a free-to-play good? It makes no sense. Obwohl, es gibt League of Legends. Es gibt League of Legends. Ja. Und Dota und Team Fortress. Ach ja, da Also es gibt schon ein paar, aber es ist schon relativ selten. Oh! Und was Path of Exile nochmal absetzt von der Konkurrenz, ist, dass es überhaupt nicht pay to win ist. Das heißt,
Die einzigen Mikrotransactions, die es im Spiel gibt, sind nur kosmetischer Natur. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, sich irgendeinen spielerischen Vorteil zu verschaffen mit echtem Money. Aber Robin, was ist denn dieses Spiel nun im Endeffekt so? Im Endeffekt ist es quasi das Diablo 3, das wir alle immer haben wollten. Schön, endlich. Umsonst. Perfekt. Umsonst und ohne Pay-to-Win und ohne Echtgeld-Auktionshaus. Path of Exile wird also als den Sequel zu Diablo 2 angesehen, den wir alle immer haben wollten, aber dann mit Diablo 3 nicht bekommen haben. War natürlich ein gutes Spiel, Diablo 3, aber jetzt nicht so geil wie erwartet. Und Path of Exile ist meiner Meinung nach so geil, wie ich mir Diablo 3 erhofft hätte. Ja, aber dann heißt es ja, dass du so ein Diablo 2-Fan bist, aber viele Leute finden ja Diablo 3 besser, weil es einfacher zugänglich ist. Das ist Path of Exile garantiert nicht. Garantiert nicht. Und genau deswegen solltet ihr euch das angucken. Es ist ein Schluck wert. Es ist super komplex. Es gibt den wahrscheinlich größten Skilltree aller Zeiten. Es gibt ein sehr seltsames Finanzsystem, wo man mit Items zahlt anstatt mit Gold. Und es gibt ein sehr cooles Skillsystem, wo nämlich die Fähigkeiten Edelsteine sind, die man in seine Rüstung einsetzt und die man dann miteinander verknüpfen kann, um sich seine eigenen Fähigkeiten selbst zu erstellen. Aber so eine krasse Bling-Bling-Rüstung. Ja, so voll Diamanten und Zeug. Und dann kannst du damit Leute mit Feuerbällen voller Eis kaputt schlagen. Ganz praktisch, weil ich in GTA 5 gerade einen Haufen Juwelen gestohlen habe. Mega cool. Das Spiel ist also quasi so unser Tipp für euch zum Anfang der Woche. Könnt ihr mal reingucken. Gibt's jetzt auf Steam. Ich spiele es jetzt schon seit einiger Zeit auch in der Open Beta und bin begeistert. Wer Bock hat auf einfach ein komplexes RPG, Action-RPG, der zugreifen tun, der weil umsonst. Kostenlos zugreifen. Endcard, das ist die Endcard. Dann noch zwei Videos und abonnieren. Wow, ich hab's geschafft! Da zwei Nerds auf einer Couch, die einfach nur labern irgendein Scheiß. Schweit.